Viele Interessen und der Spagat zwischen Nähe und Distanz. Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft ist hier. Hallo. Ich grüße Sie ganz herzlich. Wie viel Nähe zu China dürfen wir uns trauen? Wie viel müssen wir haben? Ja, wir sind natürlich wirtschaftlich grundsätzlich sehr nah. Gerade Deutschland ist sehr abhängig vom chinesischen Markt. Auf der anderen Seite merken wir, China wird sozusagen immer anspruchsvoller in dem, was es selbst gestalten will auf der Welt. Das hat teilweise sogar schon Einfluss auf uns in Europa. Wir haben es vorhin im Beitrag gehört. Da wird versucht, sozusagen die Länder auseinander zu dividieren. Deswegen müssen wir so ein bisschen schauen, dass wir uns auch politisch stärker aufstellen und vor allem mehr gemeinsam aufstellen in Europa. Steht die EU gemeinsam da oder sind jetzt diese bilateralen Geschichten, die da laufen? Ja, Frankreich hat ja gestern auch ein paar Verträge unterzeichnet. Italien hat schon, wir wissen auch, in Griechenland gab es schon einiges, was da verkauft wurde an die Chinesen. Ist die EU da einig? Also China versucht natürlich durchaus sozusagen ein bisschen die EU-Staaten auseinander zu dividieren. Deswegen ist es jetzt ja so bemerkenswert, dass Macron aus einem Staatsbesuch des chinesischen Staatspräsidenten in Frankreich ein Treffen macht, wo er Frau Merkel und Herrn Juncker mit dazu bittet, sondern er will gemeinsam die EU repräsentieren. Das ist neu und das ist wichtig. Das wichtige Signal auch an alle anderen Mitgliedstaaten. Aber letzten Endes macht doch jeder sein eigenes Ding. Oder? Ja, ich meine, das kann man den Deutschen auch vorwerfen. Die Deutschen sind diejenigen, die, glaube ich, am meisten am chinesischen Markt profitieren. Frankreich exportiert gerade mal 0,4% seiner Exporte nach China. In Deutschland sind 7%. Die Franzosen versuchen aufzuholen und so ein bisschen sozusagen mit den Deals, die jetzt geschlossen wurden, ruhen sie ein wenig auf. Aber das, was gerade auch die USA, die ja sozusagen sehr kritisch oder sehr kritisch China gegenüberstehen, sagen, ist, hey, ihr Deutschen, ihr sitzt den Chinesen viel zu sehr auf dem Schoß. Tun wir. Wirtschaftlich sind wir natürlich davon abhängig. Die großen Unternehmen machen 30-40% ihres Umsatzes da. Das ist natürlich gewachsen und das ist auch grundsätzlich richtig. Aber wir müssen uns natürlich anschauen, was passiert langfristig. Was passiert aus der mit der chinesischen Staatswirtschaft? Subventionieren die weiter so? Die haben ja eine 2025-Strategie, womit sie in unseren Branchen, wo wir stark sind, zum Innovations- und Weltmarktführer werden wollen. Wenn sie das schaffen und dann gleichzeitig weiter sozusagen so stark subventionieren mit den Staatsunternehmen, also den Wettbewerb verzerren. Was machen wir dann? Das eine ist der Wettbewerb, das andere ist das Einkaufen. Also China kauft ja auch wirklich ordentlich ein. Wie gefährlich ist das tatsächlich für die EU, für die einzelnen Länder auch, wenn man sich das mal dann nicht nur auf 2025 anschaut? Ja, auch da müssen wir sozusagen differenzieren. Gerade in Südeuropa, die haben in der Krise stark gelitten, da wird wenig investiert, da war China teilweise willkommen. Sie haben gerade ein paar Beispiele genannt. Auf der anderen Seite hat Midea KUKA gekauft, ein Waschmaschinenhersteller, ein Robotikhersteller, wo man denkt, steht dahinter möglicherweise das Ziel, Technologie abzusaugen und am Ende sozusagen diese 2025-Strategie, also das technologische Aufholen zu befeuern, dadurch, dass letztlich Wissen abgezogen wird. Da müssen wir möglicherweise in Zukunft etwas kritischer hinschauen. Huawei, das andere Thema, kritische Netzinfrastrukturen, das ist natürlich sowieso was, wo wir ganz elementar darauf aufpassen müssen, dass in einer Welt, wo wir nicht wissen, wie die Rivalitäten geopolitisch sich in Zukunft entwickeln werden, wir uns am Ende sozusagen möglicherweise abhängig machen von chinesischer Technik. Aber diese gewisse Abhängigkeit ist ja schon da. Wir schauen nur mal auf die Autoindustrie, die eventuell darauf schielen muss, chinesische Batterien zu kaufen, damit wir E-Autos fahren können. Ist da schon im Grunde genommen alles verloren, wenn wir nur mal auf diesen Sektor schauen und die Chinesen können sich lächelnd zurücklehnen und sagen, wir sind Weltmarktführer? Ja, ich meine, die Frage ist, da bin ich aber auch nicht der Technik genug drin, ist Batterieproduktion wirklich etwas, wo wir komparative Vorteile haben würden? Normalerweise würden wir als Ökonomen sagen, wenn das in China grundsätzlich ist und die sind gut und die können das billiger als wir, weil es einfach nicht so anspruchsvoll ist, dann macht es Sinn, das in China zu produzieren. So ist das ja auch mit den Handys passiert, das ist nach und nach abgewandert. Wenn das natürlich ein elementarer Bestandteil ist und wir uns mittelfristig Sorgen machen müssen, dass dann möglicherweise China-Exporte beschränkt, wie sie es beispielsweise mit Rohstoffen gemacht haben, dann kommt die Frage einer Selbstversorgung, einer Autarkie sozusagen, also dass wir selber dafür sorgen müssen, uns diese Komponenten, die wir essentiell für ein Auto bauen, dann möglicherweise doch in Europa selber herstellen zu können. Deswegen diese Initiative der Bundesregierung, jetzt Geld in die Hand zu nehmen, um hier Batterieforschung aufzubauen. Auf der europäischen Ebene gibt es etwas Ähnliches. Ob das politisch wirklich nötig ist, ob das geopolitisch sozusagen tatsächlich die Sorge ist, dass wir irgendwann abgeschnitten wären von Batteriezuliefern oder die Preise hochgesetzt werden, weil sie ein Monopol haben. Das ist schwer einzuschätzen, aber natürlich muss jemand, der vorsichtig agiert, möglicherweise jetzt vorbauen. Wenn wir es mal politisch versuchen einzuschätzen, auch, also das eine ist das Ökonomische, das andere ist das Politische, was ja eigentlich weit denken muss. Sind die Chinesen da vielleicht besser als wir? Die gehen ja mit einem sehr weiten Plan voran und wir hecheln hinterher. Oder sehen Sie es anders?
Ich glaube, da ist schon was dran. Wir fangen jetzt langsam an, sozusagen etwas uns oder längerfristiger zu denken, mit Blick auf, also gerade mit Blick auf die Frage, wie gehen wir mit ausländischen Investitionen in der EU um, mit den chinesischen Investitionen. Wie bei KUKA hat die EU ja eine neue Verordnung sozusagen jetzt gerade durchgebracht, wo man etwas genauer hinschauen will, wo auch ein paar Möglichkeiten entstehen würden, wahrscheinlich KUKA zu unterbinden, wenn man das wollte, auf einzelstaatlicher Ebene. Also da passiert schon was. Aber ganz grundsätzlich ist es so, wir sind Demokratien, die denken tendenziell vielleicht etwas kurzfristiger in Wahlzyklen. Deswegen kommt es am Ende auf die Politiker an, über diese Wahlzyklen hinauszuschauen und die langfristige Perspektive einzunehmen. Das machen die Chinesen sozusagen sehr klar und planen mittel- und langfristig. Wir sehen das ja auch bei den Unternehmen. In der Unternehmenswelt ist es noch anders. Wenn wir unsere großen DAX-Konzerne haben, die müssen quartalsweise ihre Berichte vorlegen. Natürlich müssen die kurzfristig denken. Das nutzt China auf der anderen Seite aus. Wenn sie in China verkaufen wollen, das ist letztlich unumgänglich, um Gewinn zu machen, dann werden sie gezwungen, in Joint Ventures zu gehen. Ja. Sie können das aber nicht anders, als dahin zu gehen, müssen also sozusagen letztlich diesen Weg gehen, weil sie von ihren Shareholdern dazu gepusht werden. Ja. Und am Ende wandert die Technologie ab. Ist es nur die zweite oder dritte Generation der Technologie, mit der sie nach China gehen? Dann könnte man sagen, ist noch okay. Wir hören zunehmend, dass auch ganz neue Technologie nach China geht und möglicherweise abgekupfert wird. Dass einige große Elektrokonzerne oder ein großer Elektrokonzern seine Robotikforschung in China aufbaut. Also die neueste Forschung nicht mehr hier macht, nicht mehr in Europa macht, sondern nach China geht. Da kommt man dann schon ins Nachdenken und fragt sich, was passiert mit unserer Wohlstandsbasis auf Dauer. Ja, man kommt richtig ins Nachdenken, gerade wenn Sie das alles noch erklären. China macht das clever. Herr Xi ist da sehr erfolgreich. Erfolgreicher als seine Vorgänger? Ja, ich glaube, er hat, sagen wir mal, noch mal stärker die Zügel angezogen. Aus chinesischer Sicht ist es schwer zu beurteilen, ob das langfristig sich auszahlt. Es gibt durchaus ja auch Widerstand. Das heißt, er ist ja etwas abgekehrt von einer Reform auf der wirtschaftlichen Ebene hin zur Marktwirtschaft, hat auch den Einfluss der Partei weiter gestärkt, also letztlich den Zugriff der KP in China deutlich gestärkt auf der politischen Ebene. Ist das ein Zeichen von Schwäche vielleicht, weil die Staatsführung fürchtet, dass ihr was außer Kontrolle gerät? Führt ein stärkerer Dirigismus in der Wirtschaft und immer wieder das Aufpumpen der Wirtschaft, wenn es schlecht läuft, mit höheren Schulden, am Ende in eine Verletzlichkeit hinein? Das wissen wir nicht. Japan, es die Diskussion ja, hatten wir ja, in den 80er eben. Jahren. Gerade Japan zum Beispiel als Beispiel. Und gerade jetzt gibt es auch viele Unkenrufe, die sagen, okay, das Wirtschaftswachstum schwächelt in China, zwar auf einem relativ hohen Niveau, wir würden uns so ein Niveau wünschen, aber es schwächelt. Und die Tendenz ist immer die kritische Frage. Also das heißt, wo sehen Sie China beispielsweise 2025, wenn sich China selber dieses Ziel gesetzt hat, quasi flächendeckend Weltmarktführer zu sein? Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil wir schon sehen, dass über die letzten Jahre, Perspektive 10, 15 Jahre, die Verschuldung in China schon sehr, sehr stark angestiegen ist. Letztlich hat China uns auch aus der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise rausgeholt, weil China da nochmal kräftig Gas gegeben hat und, wenn man so will, auch über unsere Exportmöglichkeiten einen Einbruch in der europäischen und deutschen Wirtschaft verhindert hat. Das hat natürlich zum Anstieg der Staatsverschuldung geführt und Verschuldung macht grundsätzlich verletzlich. Das ist genau die Falle, in die Japaner reingelaufen sind, mit ihrer riesen Immobilienblase, die sie in den 80er Jahren hatten, die dann geplatzt ist und plötzlich danach gar nichts mehr ging. Das wissen die Chinesen und versuchen gegenzusteuern. Ob ihnen das gelingt, ob das auch sozusagen mit dem vielen Staatsdirigismus, mit der Planwirtschaft, die sie haben, dann tatsächlich möglich ist, würden wir als Marktwirtschaftler eigentlich grundsätzlich bezweifeln. So viel kann man gar nicht wissen, so komplex ist die Wirtschaft. Aber sie machen es bis jetzt vergleichsweise gut, haben diese langfristige Perspektive. Von daher, sagen wir mal, fällt es sehr, sehr schwer einzuschätzen, ob China irgendwann in 5 oder 10 Jahren gekippt ist und in eine Riesenkrise geraten ist oder ob sie nicht doch mit ihrer Innovationsstrategie, die sie auch sehr klug betreiben, doch immer weitere Fortschritte machen. Wir hören von Unternehmen, wenn wir Branchenumfragen haben, immer mehr, dass unter den wichtigsten Wettbewerbern, wenn man fragt, aus welchem Land kommen eure wichtigsten Wettbewerber, die chinesischen Unternehmen immer weiter nach oben rücken, teilweise schon an erster Stelle stehen, auch bei unseren Kernbranchen wie Auto oder vor allem Maschinenbau, Elektroindustrie, bei Auto sozusagen noch nicht ganz so sehr, aber in den Kernbranchen, wo wir eigentlich gut sind und wo auch natürlich viele Arbeitsplätze hier dran hängen.
Und dann, bevor wir auch gleich nochmal über Menschenrechte und dergleichen reden, was auch wichtig ist in dem Zusammenhang und auch immer wieder eingefordert wird, sollten wir nochmal ganz kurz über dieses Europa sprechen und über diese bilateralen Dinge, die da laufen. Also die Seidenstraße ist nicht nur eine Sache von Asien, haben wir jetzt ja gelernt, sondern die Seidenstraße führt direkt nach Italien. Ja. Und nach Duisburg. Und nach Duisburg. Ja, also das ist ja auch wieder die Frage. Also ganz grundsätzlich, ist mehr Infrastruktur, bessere Infrastruktur grundsätzlich gut? Wo das Geld herkommen würde, wird man als Ökonomen sagen, ist im Zweifelsfall egal. Wenn der Hafen von Triest ausgebaut werden soll, ist das grundsätzlich möglicherweise für Italien ein tolles Entwicklungsprojekt. In Duisburg freut man sich stark. Sie wissen, oder alle, wir alle wissen sozusagen, wie schlecht es im Ruhrgebiet geht. Wenn da sozusagen letztlich mehr Wirtschaft, mehr Geschäft entsteht, ist das auch was Gutes. Das Problem ist, dass die Chinesen tatsächlich halt ihre Gelder auch politisch einsetzen. Wir haben es gesehen. Menschenrechte, als es mal darum ging, sozusagen China auf EU-Ebene oder wo man gemeinsam mit der EU eine Resolution gegen China hätte verabschieden sollen, dass die Griechen nicht mitgemacht haben. Also dass wir gesehen haben, tatsächlich, da hat China wahrscheinlich Druck ausgeübt. So, das heißt, da treffen dann die wirtschaftliche Welt und die politische Welt aufeinander und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu naiv nur auf die wirtschaftliche Welt schauen. Tun wir das vielleicht doch zu viel? Die Kanzlerin wird zwar nicht müde zu betonen, dass sie die Menschenrechtsproblematik, Pressefreiheit und so weiter immer wieder anspricht, aber ist das wirklich dann die große Fahne, die geschwenkt wird? Ja, ich meine, die Menschenrechte sind das eine. Natürlich sozusagen wir als Europäer mit den Werten, die wir aus dem Humanismus und den Revolutionen haben, setzen uns natürlich sozusagen vielleicht am meisten auf der Welt für die Menschenrechte ein. Das ist auch gut und wichtig. Das ist aber nur eine politische Dimension. Die andere politische Dimension ist, wenn China tatsächlich halt hierher kommt und versucht, die Staaten auseinander zu dividieren und Europa letztlich zu spalten. Das versucht Trump ja zum Teil auch. Also das heißt, wir merken sozusagen schon, dass an den Schwachstellen, die wir haben mit den Abstimmungsregeln, die wir uns gegeben haben, die in vielen Fällen ja noch einstimmig sind, ja. Das ist allein reicht, wenn nur ein Staat dazu gebracht also wird. Also was auf der EU-Ebene dann genau, das Ganze also dass wir auf der EU-Ebene am Ende sozusagen nicht mehr entscheidungsfähig sind. Das ist natürlich eine große Gefahr. Von daher sozusagen, das ist eher das, wo wir darauf hinschauen müssen, wie China agiert. Mhm. Und da haben wir in den letzten Jahren gesehen, da agieren sie schon, sagen wir mal, dominanter bis hin zu latent aggressiver. Und strategischer. Nehmen wir nur mal das Beispiel Taiwan. Wer traut sich momentan etwas zu sagen, dass China da Druck macht auf Taiwan? Hierzulande, haben Sie schon was gehört? Man hört da sehr wenig. Es ist ja sogar so, wir haben gehört, dass Stiftungen, also deutsche Parteistiftungen, was zu Tibet gemacht haben, irgendwo in Deutschland. Das wäre das nächste Beispiel gewesen. Ja. Und am Ende sozusagen der Stiftung die Arbeit in China untersagt wurde, aufgrund dessen. So. Man merkt, das Feld wird schwieriger, die chinesische Regierung, und man hört das auch auf vielen, vielen Beispielen, auch wenn man mit Delegationen sozusagen zusammenkommt oder von anderen hört, die das getan haben. Die Chinesen treten durchaus immer selbstbewusster auf und gerade mit Blick auf Brexit und Euro-Schuldenkrise ist sozusagen der Blick auf Europa auch einer, der, ich sag mal, nicht mehr nach oben schaut und sagt, das ist eine tolle EU, sondern da fängt man an herabzuschauen und auf die Handlungsunfähigkeit der westlichen Demokratien zu schauen. Also wenn man das so im Bild fassen würde, ein Teil der Zange ist schon angelegt und der zweite Teil ist schon dran oder noch, den können wir noch verhindern. Tja, also die Zange, mit der China natürlich Druck macht. Auch das wissen wir nicht. Natürlich so arbeiten wird im politischen Feld natürlich immer auch mit Drohpotenzial gearbeitet. Trump macht jetzt im Moment gegenüber China auch nichts anderes. Die Frage ist, ist man wirklich gewillt, sozusagen dann die Zange, mit der man droht, auch tatsächlich zu schließen und den Druck auszuüben, der dann am Ende auch was kaputt machen würde? Oder reicht es nur, die Möglichkeit zu haben, um darüber dann halt hinreichend sicher zu sein, dass die EU jetzt nicht zu kritisch gegenüber China in wirtschaftlicher Hinsicht ist? Es geht ja darum, mehr Reziprozität einzufordern. Die EU-Kommission hat 10 Punkte vorgelegt, wie wir sozusagen jetzt anders auf der wirtschaftlichen Ebene mit China umgehen wollen. Beispielsweise öffentliches Beschaffungswesen soll möglicherweise geschlossen werden oder der Zugang chinesischer Unternehmen sozusagen, der bis jetzt frei da ist, soll eingeschränkt werden, weil China seinerseits seinen Markt für öffentliches Beschaffungswesen nicht öffnet. Also hier fangen wir an, tatsächlich halt die Mauern hochzuziehen, mit dem Ziel, selber Druckpotenzial aufzubauen. Das klappt? Ja, auch da sind wir wieder
zwei Seelen sozusagen in der Brust. Als Ökonom sagt man, Protektionismus ist verkehrt. Ja. Auf der anderen Seite. Jeder tut's. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Chinesen, dass China inzwischen so selbstbewusst agiert, dass sich in der WTO, also in der Welthandelsorganisation, wo es um viele, viele Reformen dieser Art ja geht, um Öffnung durchzusetzen, um dass die Chinesen regelmäßig ihre Subventionen melden, wie sie eigentlich verpflichtet sind, was nicht passiert. Da haben die USA und EU und andere jahrelang immer wieder sozusagen China ersucht, formell auch ersucht, das, was passiert. Und es passiert so gut wie nichts. Das heißt, die Chinesen sozusagen sitzen das am, drohen das auszusitzen. Also hat, wenn man es mal so auf diesen Punkt kapriziert, Donald Trump eigentlich recht? Das ist sozusagen, das darf man nicht laut sagen. Ich sage es auch nicht laut. Okay, wir sagen es halblaut. Wir sehen, dass sich in China jetzt was bewegt. Und es ist, sagen wir mal, äußerst bitter. Auch wieder aus der marktwirtschaftlichen Perspektive, wo man für offene Märkte ist, dass das erst sozusagen mit der großen Keule des Protektionismus gedroht und sie teilweise auch umgesetzt werden muss, bevor sich jetzt scheinbar was bewegt. Das ist schlimm. Aber es führt zu der Frage, die quasi unser ganzes Welthandelssystem in der Nachkriegszeit sozusagen irgendwo in Frage stellt. Wir haben uns Regeln gegeben, die Industriestaaten untereinander, unter Führung der USA, der Hegemonialmacht der Nachkriegszeit, mit der EU zusammen. Das hat relativ gut geklappt. Ja. Jetzt kommt China als großer Player dazu und spielt nicht richtig mit. Russland stochert auch noch von der anderen Seite. Der Punkt ist, handelspolitisch zu kooperieren, ist eigentlich in der Spieltheorie gesehen nicht die richtige, nicht die dominante, wie wir sagen, Strategie. Das heißt, wenn wir beide sozusagen handelspolitisch spielen und Sie spielen nach den Regeln, habe ich einen Anreiz, die Regeln zu verletzen und so ein bisschen sozusagen, oder zumindest so halbwegs zu verletzen. Wenn Sie die Regeln nicht einhalten, halte ich Sie erst recht nicht ein. Das ist halt für mich immer die bessere Strategie, nicht zu kooperieren. Das heißt, Nash, man nennt das Nash-Gleichgewicht, das ist eigentlich das stabile Gleichgewicht, wohin sozusagen das Verhalten der Staaten eigentlich tendieren würde. Das, was wir in der Nachkriegszeit gesehen haben, ist eigentlich ein Wunder, dass es so lange gelungen ist, zu kooperieren mit den Welthandelsregeln. Jetzt ist China so groß geworden, dass man es sich nicht mehr leisten kann, China zu ignorieren. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir China dazu zu kooperieren oder kriegt China uns dazu, protektionistisch zu sein? Und diese Frage versuchen wir heute ein bisschen besser beantwortet zu bekommen, denn wir sind natürlich gespannt, was sich, wir schauen mal nach Paris, da tut. Trauen Sie das einem Macron, trauen Sie das einer Merkel und einem Juncker zu, dass Sie da dem chinesischen Präsidenten Xi heute vielleicht auch einen Fuß auf den Fuß setzen und sagen, der Sprung wird nicht allzu hoch, sondern wir springen, wenn dann, gemeinsam? Also China, das haben wir jetzt auch durch die Diskussion gesehen, ist Partner und Wettbewerber, Wettbewerber auf einer wirtschaftlichen und auf einer politischen Ebene. Ja. Der Spagat wird sein, sozusagen beide Seiten zu bespielen und das Wettbewerbselement kontrolliert zu halten. Deswegen ist dieses selbstbewusste Auftreten, was Macron jetzt initiiert hat, entscheidend. Das wird auch bei Xi sicherlich so ankommen, dass er das merkt. Die Frage ist, wie wirkt sich das später im weiteren Handeln aus? Es gibt ja beispielsweise die Initiative auch aus Deutschland in der Außenpolitik vom Einstimmigkeitsprinzip abzurücken. Ja. So, das wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Dann ist das Erpressungspotenzial, dass China einzelne Staaten quasi herauskauft aus einer und damit sozusagen die Entscheidungsfähigkeit der EU untergräbt, natürlich sehr viel weniger leicht möglich. Das wären wichtige Ansatzpunkte, darauf sozusagen jetzt mit Konsequenz hinzusteuern. Wir hören das auch von Herrn Juncker, der in die Richtung will. Ja. Wir müssen unsere Institution sozusagen jetzt schon auch wetterfest machen. Das müssen wir abwarten. Wir kriegen ein Signal, das heißt ein Bildsignal, immer noch aus Paris. Es müsste eigentlich, meine Damen und Herren, relativ bald dort losgehen. Deswegen nutzen wir einfach auch noch die Zeit, darüber zu sprechen. Jürgen Mattes, also diese Einigkeit, die Präsident Macron anmahnt, und dann auch eine deutsche Kanzlerin, die vielleicht noch in das gleiche Horn stößt,
Ist ja alles schön und gut, sagen sich manche in der EU. Wenn jemand mit dem Geld winkt von außen, dann ist das Geld näher, also da ist das Hemd näher als der Rock oder wie das Sprichwort es beschreibt. Glauben Sie, dass diese Achse Paris-Berlin genügend Kraft und Stärke hat und auch die EU-Kommission, das tatsächlich den EU-Mitgliedern so nahe zu bringen, dass sie dem folgen? Das ist in der Tat, glaube ich, schwer einzuschätzen. Es ist, wir wissen das sozusagen von Europa. Wir wissen ja schon, wie es läuft. Genau, also sag mal, man kann sagen, eine deutsch-französische Einigung im Kern ist die notwendige Bedingung dafür, dass das funktionieren und kann. Wir sehen, es geht los. Wir sind mal gespannt, wie viel diese deutsch-französischen Einigung da schon funktioniert und funktioniert hat.